Ich sehe die Vorteile für den Aufenthalt im Geburtshaus, für eine Geburt, Schwangerschaftsvorsorge oder auch nachher das Wochenbett darin. Dass die Familien das Geburtshaus bereits in der Schwangerschaft kennenlernen können. Durch die Beziehungsarbeit erkennen wir Bedürfnisse, was die Frauen wirklich wollen, was möchte die Familie, was braucht das Baby. Dass jede Familie in einem Familienzimmer ist im Wochenbett. In erster Linie darin, dass wir wirklich Zeit für die Paare haben. Dass wir eine gute Stillbegleitung anbieten können. Dass wir schon seit über 30 Jahren Erfahrung gesammelt haben in der hebammengeleiteten Geburtshilfe. Wir arbeiten eng mit unseren Partnerspitälern zusammen. Die Abläufe sehr eingespielt, abgesprochen. Es gibt gewisse Ausschlusskriterien für eine Geburt im Geburtshaus. Zwillingsgeburt ist nicht im Geburtshaus planbar. Auch wenn die Frau schon mal einen Kaiserschnitt hatte. Trotzdem darfst du nach der Geburt im Spital zu uns ins Wochenbett kommen. Die Kosten fürs Wochenbett und auch für die Geburt, für die Schwangerschaftsbetreuung von der Mutter wird alles von der Krankenkasse übernommen. Schwangerschaftskontrollen, Nachkontrollen, Stillberatung ist alles gedeckt. Der Mann bezahlt einfach das, was er bezieht. Das heißt, eine separate Übernachtung ist möglich, ein zusätzliches Essen oder eben die Vollpension. Das Geburtshaus in Bärenzwil liegt in einer wunderschönen ländlichen Umgebung. Es ist etwa 6 Minuten von Wetzikon entfernt. Sehr gut erschlossen auch mit ÖV. Sie sind so stationiert, dass wir auch gut erreichbar sind mit dem Auto. Das Geburtshaus ist sehr ruhig gelegen hier in Bärenzwil am Dorfrand. Jede Familie füllt einen Feedbackbogen aus nach dem Wochenbett und nach der Geburt bei uns. Wir bekommen sehr viele positiven Feedbacks, dass sie es geschätzt haben, jederzeit die Hebamme in Anspruch zu nehmen. Das Essen wird immer gelobt. Es werden sehr viele biologische Produkte in der Küche verwendet. Auch die Bauern von rundherum werden unterstützt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das gar nicht so kennen, dass es überhaupt ein Geburtshaus gibt. Entweder für die Geburt oder auch fürs Wochenbett, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich bin die Kerstin, ich bin 38 Jahre alt und ich durfte 2 meiner 4 Geburten hier im Geburtshaus erleben. Ich habe schon bei der ersten Geburt mit einer alternativen Geburt geliebäugelt, mir ist aber nicht zugetraut und ich hatte eine Freundin, die hier gearbeitet hat und die hat mir Mut gemacht, die Vorgespräche zu machen. Und dann habe ich mich getraut, durch die Vorgespräche konnte ich mich dann darauf einlassen. Wir haben die Geburten als was sehr Persönliches, sehr Individuelles und sehr auf uns Angepasstes erlebt. Vor allen Dingen die 1-zu-1-Betreuung fand ich sehr passend und das Ambiente vom Geburtshaus hat mir auch sehr zugesagt. Die Sue hat mich entsprechend vorbereitet, auf was ich achten soll, wie ich mich einfach reingeben darf in die Geburten. Ich konnte einmal in die Badewanne und da gebären, was besonders war. Die Zeit im Wochenbett war eine sehr schöne Erholung. Das Essen war hervorragend. Ich konnte mich erholen, ich konnte meine Kinder kennenlernen, ich konnte mich an sie gewöhnen, konnte einfach sein und einfach da sein und mich erholen. Das Wochenbett habe ich als sehr angenehm empfunden. Ich würde es fast schon mit dem Hotel vergleichen. Es war schön, mit anderen Familien den Austausch zu haben, im Essen gemeinsam zu sitzen. Alle haben das Gleiche im Moment erlebt und einfach sich da auszutauschen und zusammen zu sein. Ich würde das Geburtshaus auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist eine gute Atmosphäre, super Betreuung und wir haben uns rundum wohlgefühlt. Es ist für mich die beste Alternative, die man sonst so kennt und ich würde es auf jeden Fall empfehlen.